Einen wunderfröhlichen Patrick hier. Heute bei diesem leicht trüben Wetter, gut, heute früh hat es leicht besser ausgeschaut gehabt, als ich von der Arbeit kam, habe ich mal wieder was ganz Besonderes einfallen lassen. Lasst euch einfach überraschen. Nachdem ich letztes Mal wieder auf YouTube war, bin ich auch wieder auf eine Allgäuer Seite gekommen, beziehungsweise Allgäuer Filmchen, und da wurde was präsentiert, was ich selber nicht wusste. Jetzt wohne ich schon fast 20 Jahre hier in Innenstadt, nämlich die Geschwender Wasserfälle. Und da habe ich mir gedacht, Wasserfälle? Oh ja, Wasserfälle tun wir fotografieren. Und darum gehen wir da jetzt mal hin. Recht steiler Weg. Gut, sind ja bloß ein paar Minuten. Zum Glück sind Pfeile drauf, dass man sich auch ja nicht verläuft. Da haben sie sich was einfallen lassen. So, jetzt bin ich gleich da. Ein paar Minuten noch. Bin ich ja mal. Ah, man sieht sie schon. Oh, gut, dass ich noch ein anderes Objektiv dabei habe. Also da wäre ich jetzt mit meinem normalen Standardobjektiv nicht mehr weit gekommen. So, wow. Ja doch. Sehr viel Wasser fließt zwar nicht, aber dennoch schön zum Sehen. So, ich blende euch mal ganz kurz ein, dass ihr das auch seht. Ich hoffe, man kriegt alles drauf. Echt imposant, ja. Und es war vor Jahrhunderten, war das weitaus mehr. Es geht richtig weit hoch. Ja. So, dann baue ich mal mein Equipment auf und alles. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Ja, Equipment ist aufgebaut. Wie immer meine 1300D von Canon. Ich habe zum Glück nicht nur mein 50er Objektiv mitgenommen, sondern auch noch mein Weitwinkel. Ist auch von Canon, ist 10 bis 18 mm. Hat auch einen Stabilisator drin. Hilft auch ganz viel. Zum Glück war auch noch in meinem Rucksack mein variabler ND-Filter von der Firma Vodka. Wunderbar, damit kann man nämlich auch am Tage relativ gut Langzeitbelichtung machen, weil dann wirkt das Wasser nämlich auch ziemlich weich und ist nicht so wie eingefroren, sondern richtig schön fließen. Zu den Einstellungen kann ich so sagen, also ich habe jetzt extra 10 bis 15 Sekunden gewählt, weil für den variablen ND-Filter eben. Belichtungszeit, wie gesagt, 10 bis 15 Sekunden. Blende habe ich ziemlich klein gemacht, dass ich auch richtig schöne Tiefenunschärfe drin habe. Tiefenschärfe drin habe, jetzt haben wir es. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal, was wir da machen. So, jetzt kommen wir auf den Fokus drauf. Ja, sieht gut aus. Natürlich auch 2 Sekunden Selbstauslöser. Man kann natürlich alternativ auch einen Punktauslöser oder einen Fernauslöser nehmen. Ich nehme gerne mal die 2 Sekunden, weil dann kriegt man auch keine Verwacklung ins Bild rein. Schauen wir mal schnell. Ja, jetzt macht er dann gleich das Bild. Wunderbar, er rechnet schon. Und was sagst du dazu? Stimmen die Einstellungen? Okay, passt. Kameramann sagt, das ist auch in Ordnung. So, und dann schauen wir mal schnell. Das Foto ist gemacht. Sieht gut aus. Daraus können wir was machen. Also dann. Also, die Aufnahmen sind im Kasten. Sind hoffentlich super geworden. Jetzt auf dem Monitor von der Kamera schaut es klasse aus. So, jetzt werde ich mich langsam wieder auf den Heimweg machen, weil der Hund wuselt hier schon die ganze Zeit durch den Bach durch und alles. Ja, dem wird auch langsam kalt. Man merkt schon, je näher man dem Wasserfall kommt, desto kälter wird es. So, jetzt reicht es dann auch wieder. Aber auf jeden Fall, es lohnt sich immer wieder mal hierher zu schauen, und das werde ich vielleicht auch mal im Sommer, vielleicht sogar mal im Winter machen. Schauen wir mal, wie das dann ausschaut. Gell? Lasst euch überraschen. So. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir die schönen Wasserfallfotos gemacht. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt. Wie es immer so schön heißt, liked meinen Kanal, abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Daumen oben oder sonst was, schreibt mir was in die Kommentare, also der übliche Quatsch, gell? So, also jetzt werde ich mich langsam auf den Heimweg machen. Noch was essen, heute Abend geht es nämlich wieder zur Arbeit. Also dann, gut Licht.